Hallo ihr Lieben! Buenos dias! Und Juhu vom Guru! Hallo und auch nochmal vom Chris hier, ne? Auch wieder mal da, immer mal öfters beim Junkfood Guru. Und heute machen wir was ganz Besonderes. Wir testen Schokobons einmal in Crispy und einmal in White! Wow! Und das gab es in der Kombination noch nie, habe ich gehört. Gab es noch nie auf YouTube. Ich glaube, es hat auch noch kein Mensch vor uns so auf YouTube getestet. Ich halte immer meine Wurst in die Kamera. Ich weiß auch nicht, was auf. Aber welche? Heute geht es um die Bons. Klein und rund, schwupps sind sie im Mund, hieß mal der Spruch damals aus das der Werbung. Der mit dem Busfahrer nach der Wurst. Lustig, weiße Schokobons. Ich bin sehr gespannt. Also, Schokobons, ich bin auch total gespannt. Das werden die Leute wahrscheinlich noch nicht kennen, wenn ihr nicht aus Österreich kommt oder irgendwie mal in Indien unterwegs wart, werdet ihr die und die vielleicht nicht kennen. Aber wir werden heute den ultimativen Geschmackstest machen und ich werde mir wahrscheinlich einen weißen und einen Crispy in den Mund stecken und gucken, wie es geschmacksmäßig zusammenpasst, wie die Zelebration ist. Es wird ein... Ach, wir sind schon auf High Level hier. Probier jetzt mal einmal den weißen Schokobon. Genau, das Witzige ist, den White habe ich ja nie probiert. Genau, das ist die Premiere, dann seht ihr mal, ob die wirklich schmecken. Bin gespannt, was du dazu sagst. Ich habe die ja auch zum ersten Mal gegessen. White. Jetzt. White. Die weißen. Und Chris hat auch noch nicht das Video gesehen, was ich dazu gemacht habe. Deswegen kann er die auch ganz neutral testen. Na gut, ich habe gesagt, dass die schmecken. Aber nicht wie toll oder wie... Oder wie normal vielleicht auch. Oder wie enttäuschend, man weiß es nicht. Ich esse. Vor allem musst du nachher sagen, was ist besser, der White oder der Crispy? Ich bin halt auch nicht so der Fan von weißer Schokolade. Oh! Ich finde gar nichts aus der Sicht. Super. Also ich muss sagen... Dann ist es wirklich schwierig, ja. Es ist, also du merkst halt, dass es weiße Schokolade ist. Klar, das ist ja auch scheiße. Es schmeckt auch ganz gut. Aber es ist nicht mein Favorite. Also ich würde tatsächlich die braunen doch lieber bevorzugen. Ja, erstens, weil du den Geschmack immer schon kennst, der sich irgendwie so eingebrannt hat, diesen Wiedererkennungsmerkmal hast. Aber ja, es bleibt nicht so haften wie die anderen. Ja, endlich mal eine andere Meinung. Das ist ganz super, weil ich mag ja weiße Schokolade und das ist ganz wichtig, ihr Lieben. Wenn ihr keine weiße Schokolade mögt, dann ist es wahrscheinlich auch nicht euer Fall. Danke. Genau, es ist ein wirklich, anderer Einblick. Ja, es ist halt wirklich, als ob du wirklich dir sagst, wenn du jetzt wirklich nur braune isst und du sagst, du isst jetzt eine Tafel weiße Schokolade, dann wirst du das auch nicht mögen, weil das genau das gleiche ist wie eine Tafel weiße Schokolade. Einfach richtig. So. Was eigentlich logisch ist, aber natürlich, man hat immer die Hoffnung, dass es trotzdem noch irgendwie schmeckt, weil die Kombi halt so ist. Team aber weiße Schokolade, wer von euch ist Team weiße Schokolade und wer sagt so no weiße Schokolade? Schreibt mal in die Kommentare. Will ich auch mal oder wer wäre mal für Schokobons zart bitter? Ja, Schokobons. Vielleicht bringen wir jetzt ja auch Kinder mal auf eine Idee. Mega. Schokobons zart bitter mit After-Aid-Füllung. Vielleicht erstmal Zartbitter, aber das ist spannend. Aber hier, die Crispy jetzt Chris. Die da kannst du mal deine ehrliche Meinung. Was würdest du denn den Weißen geben auf einer Skala von 1 bis 10? Ich sag mal so, für Leute, die Weiß mögen, ist es halt eine 10. Ja, weil richtig. Es halt einfach eine geile Konstellation ist. Aber für die Weiß nicht mögen, würde ich es einfach eine 6 oder eine 7 geben, weil es halt vom Durchschnitt her von der Füllung geil ist. Ehrlich, ja genau. So, aber jetzt Crispy. Mega, mega geil. Auch die sehen. Und jetzt auch mal eine Meinung dazu. Ich hab die einmal probiert damals. Aber da waren sie noch aus Indien. Jetzt sind sie frisch aus Österreich. Man sieht aber den Unterschied von der Größe. Und die gibt es leider auch nur in Österreich. In Deutschland werden sie erstmal nicht erhältlich sein. Denn in Österreich gab es die im Hofer. Das ist die Österreich-Version. Nee, leider nicht. Vom Aldi. Weil Ferrero hat auch in Österreich einen eigenen Sitz, einen eigenen Unternehmenssitz. Und da hat man entschieden, die dort zu rauszubringen. In Österreich gibt es tatsächlich auch Crispy und White gleichzeitig. Und alles in dem österreichischen Aldi, von dem ich nicht bezahlt werde. Aber ich denke mal, was ein geiler Laden ist denn das? Aber mal ganz ehrlich. Hammer, oder? Dass diese Dinger nicht in Deutschland gibt. Also, wenn ich jetzt so ein bisschen gehatet habe auf die Weißen, muss ich sagen, sind die natürlich der absolute Knaller. Ne? Da kannst du wirklich eine 10 drauf geben. Ja. Das Ding ist, die schmecken so wie von Kinder Joy, das Sommerei. Da kennt ihr diese kleinen Perlen in der Mitte, in der Creme. Genau so schmecken die, bloß in groß. Und das ist mega lecker. Und jetzt müssen wir mal testen, Schokobon White und Crispy. Genau, in einem. In einem. Wenn ich danach noch lebe. Vielleicht schmeckt dir denn ja auch das Schokobon White besser. Ja, das kann ich nicht sagen. Wer weiß. Das ist wie zwei so Pillen einleben. So blaue Pille wie beim Harten. Richtig. Kriegt man die überhaupt im Mund? Ja, klar. Beide? Kriegt man. Boah. Was sagst du? Ich glaube, es wäre mir zu viel. Das ist einfach unfassbar viel. Ja, das ist ja dann auch. Schmeckt man noch die weiße Schokolade raus? Mhm. Nee? Mhm. Ah, doch. Interessant, ist ja süß und süß und süß. Kari, das freut sich. Ach. Ich hab ein bisschen gefüttert. Ja. Interessant. Interessant. Also du hast hauptsächlich diese braune. Mhm. So ein leichter weißer Nachgeschmack.
Aha. Auch von der Kombi ist irgendwie geil. Cool. Hört sich spannend an. Hört sich echt spannend an. Ja. Ich habe schon so viel gegessen. Das war jetzt nicht aufschlussreich, dieses Experiment. Habe ich das Gefühl, dass ich das jetzt gegessen habe. So. Ja, aber interessant. Ich behalte mir das auch mal vor für einen ganz besonderen. Also wenn ihr weiß nicht mögt, gebt euch einfach ein Crispy dazu. Schmeckt es auch ich besser. Ich probiere es jetzt auch mal aus. Chris hat es neu gekriegt. Komm, ich hau auch mal. Der Mund wird voll sein. Das ist wirklich, ja, ich finde interessant. Ich muss jetzt auch mal reinmachen. Das ist irgendwie, ja. Ich kann das nicht so stehen lassen. Ich will jetzt auch meine. So, aber die Größen. Ich fange schon an zu summen. Ich merke gar nicht, dass ich vor der Kamera sitze. Da. Bei dir ist es immer so gemütlich. Ist viel, ne? Es ist ein bisschen zu viel von allem, aber geil. Es ist so, du hast crispy, du hast weiße Schokolade, knusprig, weiß, haselnussig, bam. Bam. Das ist wirklich eine Explosion im Mund, ne? Ich finde es unglaublich geil. Ich finde es echt geil. Ich kann es nicht mit jugendfreien Worten beschreiben. Aber es sind so zwei Sachen gleichzeitig, die im Mund explodieren. Das ist ziemlich geil. That's what she said. Zuckerbons White, also zwei verschiedene Geschmacksrichtungen gleichzeitig. Das ist einfach genial. Also mit einem Crispy zusammen. Heftig. Ziemlich geil. Ich zeig's doch mal rein. Sehr schön. Mega geil. Von mir 20 Punkte. Geil. Von mir auch. Eine doppelte 6. Und nee, auf jeden Fall eine 10 und ja. Da ist so ein Mittelmaß für mich halt. Aber das ist, wie gesagt, könnt ihr auch gerne auf Daniel hören, der ist nämlich weiße Schokolade-Fan und der gibt auf jeden Fall. Aber Crispy ist der absolute Knaller. Super. Wirklich, liebe ich. Ich schenke die Tüte, Chris, natürlich fürs Mitmachen und für deine Zeit. Oder ja. Die Crispy natürlich, ja. Ja, ich habe nur zwei, das ist die vorletzte. Gerne, bitte sehr. Ihr Lieben, alles für die Klicks, sagt man immer. Nein, einfach für den Spaß. Für den Spaß. Ab 100.000 Klicks. Seht ihr verbotene Sachen von uns beiden? Oh Gott. Ja. Ihr Lieben, abonniert den Chris, den Kanal, Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Kommt vorbei, die Show mit Chris. Bis nächstes Mal.